Was anderes können wir jetzt gerade nicht machen. Zumindest gehen wir Richtung Haus. Das sind ja nur 113 Felder, das ist ja voll easy. Jetzt sehe ich nichts mehr hier. Das heißt, ich werde jetzt mal noch eben schnell ein paar Fackeln herstellen müssen. Kohle. So, was schmeißen wir weg? Was schmeißen wir denn jetzt weg schon wieder? Was haben wir denn gerade aufgenommen? Kabelstone wahrscheinlich. Tschüss. So, weiter geht's. Einfach mal nach oben buddeln. Einfach immer gleich nach oben. Oben, 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 oben. Immer so diese drei wegmachen, dann kommt man am besten nach oben. Wir müssen, das ist ja kein fertiger Weg, wir müssen ja nicht ständig hoch und runter gehen. Ich verhungere gerade. Nein, noch nicht. Ich kann einfach noch weitermachen. Ich habe jetzt keinen Bock, das zu essen. Ich will in dieser Folge noch nach oben ankommen. Was machen wir, wenn wir oben sind? Wir machen uns eine Diamantenspitzhacke und gehen dann wieder runter. Natürlich. Können wir natürlich auch gleich hier unten machen, aber ich finde den Ausweg sowieso nicht. Und ich muss sowieso erstmal wieder zurückfinden gleich. So sieht es nämlich aus. Oben ist schon wieder verdammt dunkel. Ich hoffe, mit den 13 Fackeln kommen wir noch bis oben hin. Ich weiß, ich rede schon wieder ein bisschen viel, aber das muss so sein. Wupp dich. So, weiter geht's. Weiter geht's. Immer schön nach oben. Immer schön nach oben. Wer hätte das gedacht? Ach, jetzt geht er einfach weg. Jetzt, jetzt noch auf Gravel treffen und dann auch noch hier auf 40 Quadratkilometer Gravel. Lalala. Oh nein. Manchmal bin ich schlau, manchmal bin ich aber auch umso dümmer. Entschuldigung. So. Da ist Kohle hinter, guck mal. Schön. Brauchen wir jetzt nicht. Weiter geht's. Ich bleib mal kurz auf der Höhe. Ah, da ist noch mehr von dem Zeug. Oh, wir sind schon oben, ziemlich nah an der Oberfläche. Man hört den Regen. Das ist gut oder schlecht? Ich weiß nicht, Regen ist an sich schlecht, aber dass wir den schon hören, ist relativ gut, weil dann sind wir gleich ganz oben. Wo auch immer wir rauskommen, wo ist denn mein Haus eigentlich? Wo ist der Wegpunkt? Da. Oh ja, sieht man, dass wir fast oben sind. Der Wegpunkt ist ja ziemlich genau geradeaus. Ja, das ist gut. Das ist wahrscheinlich die Erde von oben. Wir machen mal die Spitzhacke nicht gerade kaputt. Da ist noch ein bisschen Kohle, das ist aber uns völlig egal. Wir buddeln uns einfach nur weiter nach draußen. Nicht mit der Spitzhacke. Wenn es nur Erde ist, kann man die auch mit etwas anderem kaputt machen. Da brauchen wir die Spitzhacke nicht für. Ah, wir sind oben. Jungs, wir sind oben. Ah, ist ja Regen nervig. So. Bin auch ziemlich nah an mein Haus rausgekommen. Hier hinten ist ziemlich nah, ist gut. Ziemlich weit weg sind wir eigentlich. Aber das macht uns alles gar nichts. So. Da. Wir sind wieder draußen. Hey, nach zwei Folgen Untertage haben wir Diamanten gefunden. Und haben den Weg wieder nach draußen gefunden. Hey, das ist unglaublich. Das ist Wahnsinn. Warum schickst du mich in die Hölle? Der Regen ist so sehr nervig. Aber was soll man machen? Wow! Weil die Lagerhalle müssen wir natürlich nochmal irgendwann fertig bauen. Und dann machen wir noch. Das ist eine ziemlich langgezogene Halle, ne? Ja. Und dann werden wir irgendwie auch daran mein Haus bauen wahrscheinlich. Oder sowas. Ich will mal irgendwann nicht mehr in diesen Erdloch schlafen müssen. Kann ich ja jetzt eigentlich mich ins Bett legen? Wahrscheinlich nicht. Gut, unsere Ausbeute legen erstmal hier rein. Alles, was wir so irgendwie verlieren könnten und noch gebrauchen könnten. So, jetzt werde ich erstmal mir eine neue Spahitzacke noch machen. Und zwar zwei Stück, weil wir werden aus Diamanten auch gerade einen machen. Wo sind meine Diamanten jetzt? Hallo? Diamanten, da. Die anderen habe ich hinten gelassen. Genau, so war's. So. Haben wir noch Holz? Da haben wir noch Holz. Das macht dann 4 Sticks. Das ist gut, weil da können wir direkt mal eine Diamantenspitzhacke und noch eine blaue Spitzhacke rausmachen. Komm her. So, die können wir einfach irgendwo ins Inventar legen. Hier, die Steine bleiben hier. Die Kohle kann ich eigentlich mal rüberräumen eben. Aber das mache ich auch. Immer schön durch den Regen laufen. Wird es eigentlich gerade Nacht? Wird es Tag? Weiß ich, wie das beim Regen erkennen wir gar nicht. Das sind da grüne Tintenfische. Alles klar. Das Zeug ist auch reif. Das können wir auch mal abernten. Machen wir aber nicht jetzt. Jetzt legen wir mich mal eben die Kohle hier rein. Da müssen wir wenigstens noch ein bisschen was haben. So, den ganzen Zeug hier unten können wir mal hier lassen.
Ach, so ist. Ich glaube, ich muss einmal schlafen, damit das Wetter wieder besser wird. Ich habe aber keine Ahnung, ob es gerade Nacht wird. Gucken wir mal. Oh, nee, das sieht noch nicht so aus, als würde es Nacht werden. Ich gehe einfach wieder runter. Tage, dann regnet es mich auch nicht mehr. Denn ich will ja meine Diamantenspitzhacke ausprobieren, indem ich auf Diamanten kloppe. Nein, auf Obsidian rumkloppe. Ich brauche mal locker 14 Stück. Das wird also eine Weile dauern. Ich weiß nicht, ob ihr euch das mit ansehen wollt, müsst ihr aber. So, das geht jetzt wahrscheinlich. Ja, guck mal, die Risse werden größer. Und das bedeutet, wir können jetzt endlich Obsidian abbauen. Da ist der erste schon runtergefallen. Das müssen wir jetzt noch 13 Mal machen, weil wir 14 Stück brauchen. Wofür wir 14 brauchen, das erfahrt ihr dann hoffentlich auch noch jetzt bald. Wie viel haben wir noch? Wir haben noch ein paar Minuten zum Aufnehmen. Noch 7 oder sowas. Wir haben sogar die Hälfte dieser Folge rum. Das heißt, wir können noch was erledigen in dieser Folge. Wir können echt noch was schaffen. Nachdem wir jetzt hier 3 Folgen oder 4 Folgen, ich habe keine Ahnung mehr, rumgeirrt haben auf der Suche nach Diamanten, können wir ja jetzt doch mal so langsam machen, was wir wollten. Ich muss mal irgendwie auch was trinken zwischendurch, weil ich krieg schon so einen ziemlich trockenen Mund davon, dass ich jetzt über eine Stunde hier schon rede. Ihr müsst überlegen, die Aufnahme vorher habe ich ja auch schon gemacht. Ich will nur den Knopf nicht loslassen. Wie mache ich das denn hier? Wie kriege ich meine Flasche auf mit nur einer Hand? Das weiß man nicht. Das weiß man alles nicht. So, so tief gebuddelt. Ich muss sagen, ich habe davor schon eine Folge aufgenommen. Macht also schon mal 15 Minuten. Dann habe ich noch mit jemandem gesprochen. Das macht dann auch nochmal irgendwie eine halbe Stunde aus. Und dann habe ich hier weitergemacht. Das ist auch schon eine Stunde. Das heißt, ich rede fast schon 2 Stunden unterbrochen. Ich werde mal irgendwas trinken. Ah, das war gut. Jetzt kann ich endlich wieder ein bisschen weiter reden. Irgendwann kriegt man halt doch so einen trockenen Mund, dass das Reden langsam schwerfällt. Hier ist irgendwo ein Zombie, aber das macht mir nichts. Der stirbt hier irgendwo in der Lava. Soll er mal machen. Das stört uns eher weniger gerade. Ja, jetzt haben wir natürlich 4 Folgen gemacht und wir sind überhaupt nicht weitergekommen. Das ist schade, aber es war nicht zu verhindern. Ohne Diamanten konnte ich nicht das machen, was ich wollte und ja, ihr werdet es schon sehen hinterher. Das war schon, die Mühe hat sich auf jeden Fall gelohnt, das Warten. So, jetzt haben wir 11, das heißt, wir müssen noch 3 Stück abbauen. Dann ist die Zeit doch schon schnell rübergegangen. So, gucken wir mal gerade, wer so im TS online ist. Ich kann euch das mal vorlesen, wenn ich jetzt gerade so sehe. Ich sehe Gargan, der sucht LOL-Spieler. Vielleicht guckt er ja auch das hier. Der Killer-Virus, das ist der Philipp. Oh nein! Uff. Wo kam der denn bitte jetzt her? Ey, Alter, die treiben mich ja noch zum Wahnsinn, diese Mistviecher. Oh. Wo ist denn jetzt hergekommen? Ist mir aber auch völlig egal, wo der hergekommen ist. Ich hau jetzt einfach ab hier. Ich habe meine 14 Stück. Alter. Alter Schwede. Die wollen mich hier echt verarschen, die Creeper. Ich stelle mir auch mal ein Herz, Kasper. Da draußen regnet es ja immer noch. Scheinbar ist es auch immer noch nicht Nacht geworden. So, wir werden jetzt mal, was man auf Obsidian als erstes macht, ist natürlich klar, man baut sich jetzt erstmal ein Nether-Portal. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das hinbaue. Da unten ist meine Fabrikhalle. Ich würde sagen, wir bauen es einfach hier oben drauf. So, dann machen wir mal hier die 3 weg. 3 ist richtig? Ne, 4 muss es sein, ne? 4? 4? Aber jetzt bin ich hier gerade wieder verwirrt. Es muss 2 breit sein, ne? Das heißt, unten müssen theoretisch 4 hin. Oben 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dann passt. Okay, das heißt 4. Das sieht hier völlig blöd aus. Aber wieso habe ich denn keine Schippe? Wir machen das einfach mal hier in 1, 2, 3, 4. Den Dreck tragen wir dann mal irgendwann nochmal ab. So, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Das war zu hoch. Ich bin so ein Depp. Ne, das ist ein zu hoch. Was habe ich denn getan hier?
Normalerweise brauchen wir noch nur 10 Stück für so ein scheiß Portal, oder? Ihr rechnet mich jetzt gerade. Wieso habe ich denn 14 Stück? Ich brauche doch noch 4 für was anderes. Jetzt muss ich die nochmal abarbeiten. Also als hätte ich hier nicht genug zu tun. Muss ich hier nochmal abarbeiten? Ja, ist doch klar. Ich kann nicht mehr ein Nether-Portal bauen. Ich bin so dumm. So. Das ist doch richtig. Dann 1, 2, 3 hoch. Und dann muss ich die da oben... Ja, ich brauche 14 Stück dafür. Das kann ja nicht sein. Ach klar, man kann sich welche sparen, indem man die Ecken nicht macht. Ah, ja, da war ja was. Das heißt, ich muss also nochmal 4 Stück abarbeiten gehen. Oh, toll. Nochmal 4 Stück abarbeiten. Ist ja kein Problem. Oh, nee, das kann man ja locker machen. Hier. Und hast du nicht gesehen. So. Gib mir mal einen Eisenbarren. Wieso habe ich hier keine Eisenbarren? Wo sind meine Eisenbarren hin? Ich weiß, wo die sind. Ich Schlaumeier. Ich sollte echt mal die Kiste da hinten leer machen und alles da hinten einsortieren. Ich sollte so überhaupt mal alles sortieren. So, hier, Eisen, komm her. Jetzt wird's auch noch Nacht draußen, ja klar. Tür zu machen erstmal hier. Kein Bock hier. So, das dahin, das dahin. Das war natürlich falsch rum, ist aber kein Problem. Da haben wir das Feuerzeug. So, hier haben wir noch einen Lava-Eimer. Den können wir mal hier reinräumen und den Wassereimer, den nehmen wir mal mit. In der Höhle können wir den überhaupt nicht gebrauchen. Das heißt, wir lassen ihn erstmal hier. Ja, haben wir noch Zinn? Haben wir noch Barren davon? Dann könnte ich die einfach mitnehmen in die Hölle eigentlich. Ich möchte schlafen. Gute Nacht. So. Ja toll, die Zeit ist ja gleich rum. Ich wette doch, die Hölle, kann ich die noch betreten jetzt oder muss ich das in der nächsten Folge machen? Ah, wer weiß das schon. Wir müssen noch schnell ein paar Eimer craften. Habe ich noch ein paar Zinnbarren? Irgendwo? Da nicht? Oben vielleicht? Oben? Nein. Habe ich hier vielleicht welche reingeräumt? Da haben wir noch 15 Zinnbarren. Super. Oh, super, das ist ja wahnsinnig viel. Wir werden mal schnell. Ganz schnell werden wir nochmal einen hier herstellen. Dann haben wir danach 6. Und daraus machen wir uns dann nochmal eben 2 Eimerchen wenigstens. Das ist ja schon mal etwas. So. Dann können wir auch 2 Eimer mitnehmen. Ich hoffe, die halten, die Lava halten sich aus. Das haben wir ja schon ausprobiert. Jetzt gehen wir mal schnell in die Hölle. In die Hölle. Dann zünden wir unser Portal an und dann beenden wir die Aufnahme, wenn wir in der Hölle angekommen sind. Oder wir warten einfach und gehen das nächste Mal in die Hölle. Ne, komm, den ersten Ausblick gönnen wir uns noch in dieser Folge. Das machen wir eben schnell noch. Entering the Nether. Simulating the world for a bit. Ah, ruckelbuckel. Oh, was sind wir etwa direkt auf der Festung? Wir sind direkt auf der Festung gelandet. LOL. Das ist mir ja noch nie passiert. Geil ist das denn, mitten auf der Festung landen. Ist auch irgendwie dunkel hier, ne? Wird mal hier reinbuddeln eben noch. Das ist natürlich die Festungswand, da können wir überhaupt nicht mehr anfangen jetzt. Ja, wir sind ein bisschen zu niedrig, wir hätten höher gemusst. Da ist, ja, ja. Da hinten sind die goldenen Viecher schon direkt, das ist ja toll. Ja, aber genau das. Da unten ist noch mehr goldene Viecher. Schön. Das bringt mir jetzt noch nichts, weil ich wollte eigentlich. Gut, dann wäre es ein Spawner. Cool. Man sieht hier nicht so viel, weil man hier, weil ich nicht genug Fackel mit habe. Cool! Haben wir Kohle dabei? Nein, haben wir nicht. Wir haben nur das Feuerzeug, aber hier kann ich nichts anstecken, weil hier kein Netherrack ist. Haha. Warum nicht mal das Tor direkt auf der Festung rauskommen? Das ist mir auch noch nie passiert. Echt, noch nie. Ist euch das schon mal passiert, dass ihr... Naja, ich würde mich mal nach oben buddeln hier. Dann bleibt mir nichts anderes übrig. Der blaue Spitzhacke. Hier mal die Wand hoch, irgendwie. Ich sehe nur nichts. Da oben ist irgendwie... Hallo? Den wegmachen. Den kann man hier irgendwie hoch. Da ist zumindest ein Schweinchen. Toll, ich sehe nicht, ob ich runterfalle oder nichts. Ah, super, da sind... Mehr Schweine. Hallo. Hallo. Darf ich mal ein bisschen Licht machen hier? So. Oh. Endlich sehe ich was. So, ich würde mal ein bisschen ein bisschen Netherrack mitnehmen hier. Aus dem einfachen Grund. Werde ich jetzt sehen. Wenn man keine Fackel in der Hülle hat, was macht man dann? Richtig, man macht sich Netherrack Feuer. So. Hier bin ich hochgekommen, das ist ja cool eigentlich. Kann ich das ein bisschen ausleuchten vielleicht? So, wenn ich hier noch ein bisschen... Ah, ist das schön. Irgendwie bin ich hier hochgekommen, über den Zaun.
Lol. Ist ja auch egal. Es funktioniert auf jeden Fall, das System. So. Oh, ein bisschen sieht man ja jetzt was, ne? Machen wir hier noch ein bisschen Netherrack hin. Kann ich den auch an der Seite anzünden? Ne, nur oben drauf. Komme ich jetzt natürlich nicht hin. So, ist egal. Dann machen wir hier noch einen hin und da noch einen. So, dann ist es auf jeden Fall hell genug. Dann dürfen wir mal schnell noch hier durch. Jetzt haben wir schon wieder 2 Minuten überzogen. Ja, da unten die Viecher, die nerven mich natürlich, wenn ich hier rauskomme. Aber jetzt ist es hier auf jeden Fall hell genug. Und ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter und dann verrate ich euch, was ich hier in der Hölle überhaupt suche. So, also bis zum nächsten Mal. Euer Rothermoon LP. Bis dahin. Tschüss.